So, es geht weiter bei Spiral Knights. Aber zur Abwechslung werde ich mal nicht die Hauptmission machen, weil wie ihr seht, ist ja alles weihnachtlich. Kann ich ja mal kurz zu dir zeigen, so ein bisschen. Oh, die sind ja ganz schön viele, so viele. Jetzt sind sie wegen mir weg. wusste ich gar nicht, dass da so viele sind. Normalerweise sieht es ja grün und so hier aus. Aber alles jetzt für Winter gerade so Weihnachten eingerichtet. Finde ich ganz nett gemacht. Und zur Abwechslung statt normalen Hauptmission hier weiter mache ich. Das kann ich noch gar nicht. Okay, dann. Normalerweise hat man die Mission, die Möglichkeit Prestige zu machen, um mehr Belohnungspunkte zu bekommen. Und noch Sondermission, aber die kann ich anscheinend noch nicht machen. Deswegen mache ich einfach mal hier in Willkommen in Hafen weiter. Du hast es geschafft, Pondra. Es freut mich, dich in einem Stück in Hafen angekommen zu sehen. Ich werde an das Spiel Headquarter weitergeben, dass du nun hier in Hafen Mission erledigen wirst. Für den Anfang habe ich dir einige Missionen gegeben, die dir helfen werden, dich einzugewöhnen und herauszufinden, was Hafen zu bieten hat. Vergiss nicht, mit einem der Stranger zu reden, wenn du mit der Erkundung beginnst. Stranger? Die hier beheimateten Einwohner von Hafen werden Stranger genannt. Du kannst sie nicht verfehlen. Sie sind die riesigen Gestalten mit Umhängen und Masken. Trotz ihrer einschüchternden Erscheinung sind sie uns gegenüber extrem hilfsbereit und bleiben auch meist unter sich. Die komischen kleinen Vögel in der Stadt scheinen sie jedenfalls zu mögen. Ich werde daran denken, Hallo zu sagen, wenn ich einem Stranger begegne. Großartig. Danke, dass du ein guter Botschafter bist. Zuletzt muss ich noch sicherstellen, dass du bezüglich etwas genannt Energie auf dem Laufenden bist. Es ist sehr wichtig für unsere Mission hier auf Quelle. Ich bin ganz Ohr, Cora. Erzähl mir von Energie. Energie ist eine essentielle Energiequelle für uns, für so ziemlich alles in der Welt. Sie wird benutzt, um Transporte in Urwelt zu betreiben, Waffen und Rüstung per Alchemie herzustellen und dich vor dem knappen Tod zu retten. Du wirst dafür alle möglichen Arten von Verwendung während der Reise finden. Achte einfach auf das Energiesymbol. Wo speichere ich meine Energie? Energie wird in deiner Rüstung gespeichert, sodass du sie zu jeder Zeit verwenden kannst. Wenn du deine Energiemodule ansiehst, kannst du sehen, wie viel Energie insgesamt zur Benutzung verfügbar ist. Es gibt zwei Arten, flüchtige Nebelenergie und stabile Kristallenergie. Erzähl mir mehr über Nebelenergie. Nebelenergie wird einfach aus der Luft auf Quelle absorbiert. Dank der Emulsion der massiven Energiequelle, die der Chor darstellt, können wir jeden Tag bis zu 100 Einheiten Nebelenergie absorbieren. Es ist kostenlose Energie. Nebelenergie kann jedoch nicht gehandelt werden. Sie ist zur persönlichen Benutzung da. Okay, erzähle mir von Kristallenergie. Kristallenergie ist eine bearbeitete, stabile Form von Energie. Sie hält ewig und du kannst davon so viel speichern, wie du möchtest. Kristallenergie kann man nur durch den Kauf mit echtem Geld bekommen oder durch Handel auf dem Markt. Klicke einfach auf dein Energiebündel, um Kristallenergie zu kaufen oder zu handeln. Und achte darauf, dir die besondere Energiepakete anzusehen, die besondere Bonusgegenstände erhalten. Hier sind ein Schnäppchen. Okay, hier wird Cash-Shop sozusagen eingeführt. Das ist halt diese Energie, die man kaufen kann. Energie tanken und Erstaunliches vollbringen. Verstanden. Ich werde dich bald wieder kontaktieren. Viel Glück, Bondra. Gespräch werden. So. Das hätten wir. Dann machen wir jetzt die Mission hier. So. Hä? Sei gegrüßt, Soldat. Glückwunsch zum Erreichen unseres Basislagers hier in Hafen. Ich bin Leutnant Ferron. Mir wurde von Captain Otzlos die Aussicht über unsere Bergbauoperation im Uhrwerk übertragen. Vor dir liegt die Arcade, ein faszinierender Komplex, der als unsere Verbindung ins Herz des Uhrwerks dient. Ich erkläre dir, was wir hier im Auftrag der von Spiral Headquarter machen. Klingt wichtig, erklär mir, wie das alles funktioniert. Nachdem die Skylark abgestürzt war, ist der primäre Therium-Kern explodiert, hat einen Teil des Schiffs zerstört und seine Energiequelle beraubt. Weil wir nicht gerade 100 Tonnen Terrarium hier herumliegen haben, hat er voll effektiv seine Flügel verloren. Mit der Hilfe der Stranger waren wir in der Lage, eine kleine Operationsbasis hier in Hafen einzurichten. Als wir unsere Systeme gestartet hatten, entdeckten wir im Herz dieses Felsbrocken eine Energiesignatur ungekannter Stärke. Wenn wir diese Kraft nutzen könnten. Ganz genau.
Der Chor des Uhrwerks könnte die Energiequelle sein, die wir brauchen, um die Versorgung des Skylark wiederherzustellen und sie wieder funktionsfähig zu machen. Es gibt nur ein Problem. Das Uhrwerk scheint als eine Art verrückter Todesfalle konstruiert zu sein. Das Erreichen des Chors wird nicht einfach. Ich stelle mich der Aufgabe. Die Einstellung gefällt mir. Es funktioniert wie folgt. Du musst benutzt die Tore da vorne, um das Uhrwerk zu erforschen und spezielle Mineralien zu sammeln. Dann deponierst du die Mineralien wieder in Toren, um das Uhrwerk darunter zu verändern, um so neue, bisher unerforschte Ebenen zu schaffen. Wir glauben, dass die Mineralien sind die Schlüssel dazu, einen Weg zum Chor zu öffnen. Wir müssen nur entdecken, wie tief verwendet werden. Ich verstehe meine Mission. Dann autorisiere ich dich zur Arkadenmission. Du kannst die Arkade über den Missionsinterface erreichen oder die Tore direkt hier in der Arkade betreten. Es liegt eine riesige Welt unter deinen Füßen, die darauf wartet, erforscht zu werden. Viel Glück dabei! Tudum. Und wir kriegen so einen Mining Head. Okay, ist das. Na, ist alles nur Text momentan. Willkommen im Bazar von Haven. Es ist eine Freude, dich kennenzulernen, Wanderer. Mein Name ist Bechamel. Da ich hier im Bazar arbeite, hat Spirit Headquarter mich darum gebeten, den Neuankömmlingen eine Führung durch diese fabelhafte Zentrum des Kommerzes zu geben und ihnen alles zu zeigen, was es zu bieten hat. Also auf zu einer schnellen Tour, wollen wir? Versuche mitzuhalten, ich gehe recht zügig. Geh voraus, Bechamel. Zum Glück sind die Ladezeiten bei mir nicht so lang. Freunde wie Quillion hier verkaufen dir Waffen und Rüstungen. Jeder hat sich auf eine bestimmte Art von Gegenständen spezialisiert. Also rede mit ihnen und finde heraus, was sie anbieten. Sie sind nicht sehr gesprächig, aber sie haben jeden Tag eine neue Reihe Waren auf Lager. Verkaufen Freunde auch noch andere Dinge außer Waffen und Rüstungen? Ich bin froh, dass du fragst. Das tun sie in der Tat. Gehen wir hinüber zu Wartel. Welcher Menge folgen? Wartel hier wird dir eine Auswahl an Rezepten sowie Farbwechsel für deine persönliche Farbe kaufen. Und andere Dinge. Rezepte für Waffen und Ausrüstung? Das ist richtig. Du kannst dir Rezepte und Materialien besorgen, um für Alchemie, Waffen und Ausrüstung an Alchemiestationen zu erstellen. Komm, ich werde dir eine zeigen. Verstanden. Hier haben wir eine Alchemiestation. Und es besteht kein Zweifel, dass du damit sehr schnell vertraut werden wirst. Während du dein Arsenal erweiterst und verbesserst, aber keinen Grund, sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen. Denn Spirit Headquarter wird dir später recht sicher noch eine Mission verpassen, die das alles erklärt. Nun, das war so ziemlich mit unserer ersten Führung. Willst du, dass ich es nochmal erkläre, oder meinst du hast es verstanden? Ich denke, ich hab's kapiert, Bechamel, danke. Wunderbar, freut mich, dass ich dir helfen konnte, dich zurechtzufinden. Viel Glück, Wanderer. Danke, Bechamel, wir sehen uns. So. Und, was ist das jetzt? Nun, so kriegen wir eine Gun und mal gucken. Hallo Wanderer, mein Name ist Conway. Spirit Headquarter meint, du könntest aber zusätzliche Hinweise brauchen als Hilfe für deine anstehende Mission. Willst du dir etwas ausmachen, mich für eine Zusammenfassung in der Halle der für Fortgeschrittene zu treffen? Sicher, Conway, ich komme gleich rüber. Ich glaube, ja, Trainingshalle. Als ich das erste Mal das gespielt habe, war ich da nie. Willkommen in der Trainingshalle für Fortgeschrittene Wanderer. Hier wirst du menschliche Überlebenstipps für deine Reisen und durch das Uhrwerk finden. Hättest du gerne ein paar Hinweise? Sicher, wo soll ich anfangen? Im Westen kannst du etwas für nützliche Gegenstände lernen, die man im Uhrwerk findet. Im Norden kannst du etwas für verschiedene Arten von Blöcken und Türen lernen. Im Osten findest du eine Reihe von Fallen und Gefahrenstellen, wie auch ein Kampfraum, in dem man mit Trainingsrobotern üben kann. Keine Angst, wir haben dafür gesorgt, dass die Roboter völlig harmlos sind. Danke, ich bin einmal trainieren. Ausgezeichnet, dann erkläre ich diese Mission für erledigt. Ich rate dir, die Halle zu suchen, wann auch immer du dein Wissen über das Uhrwerk aufführen möchtest. Wird gemacht. So. Bevor es dann hier gleich weitergeht, gucken wir uns hier mal kurz um. Und ein neues Schwert habe ich nicht bekommen. Aber eine neue Waffe, die Ladezeit-Dings, also tauschen wir die mal. Die hat auch einen Stern, die ist Sterne, also es gibt 5 Sterne und dann später die Waffen mit Rezepten kann man aufwerten bis 5 Sterne. Müssen aber immer eine bestimmte Wärme haben, ab Stufe 3 oder so, ab Stufe 3. Zu 4 brauchen sie Stufe 5. Das ist das, was da oben steht, wo man Wärme braucht. Und für die, von Stufe 4 zu 5 braucht man dann 10 Wärme. Also das Maximum, was möglich ist.
So, tauschen wir mal, weil der hat ja auch noch Betäubungsdings. So. Gut. Hier sind Lebensenergiekapseln, wie ihr seht. Die findet man auch innerhalb der Mission. Man kann nur maximal 3 auf einem Platz haben. Und die kann man einsetzen, um sich zu heilen natürlich. Oder man findet auch solche Sachen, wo man sich heilen kann. Energiekanister, Vita-Ports hatten wir glaube ich schon. Erhöhen meine HP zeitweise. Geld ist klar. Wärme ist auch klar. Die Kisten auch, denke ich. HP-Kiste und dann unterschiedlich gute Schatzblöcke, wie es hier steht. Rote Schatzblöcke sind seltener als grüne Blöcke und halten bessere Gegenstände. Deswegen sind rote auch seltener. Hier sind die verschiedenen Fiolen, die man auf Gegner werfen kann, um denen zum Beispiel Schock zu geben. Feuer. Gift. Schlaf. Frost. Betäubung. Und Fluch. Bei Fluch verlieren die nur was, wenn sie angreifen. Also wenn ich selber kann ja natürlich auch die ganzen Effekte abbekommen von Gegnern. Schlaf weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich das von irgendwem abbekommen kann, aber sonst kann ich eigentlich alles abbekommen. Und Fluch, mal Inventar aufmachen, betrifft immer nur eine bestimmte Anzahl von Waffen, also nicht alle. Also immer die verfluchten Waffen, wenn ich die benutze, die fügen mir Schaden zu. Normale Blöcke, Blöcke, die man nicht zerstören kann, und durch diese verschwindet alles. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Explosiv. Die Blöcke, Timer. Ne, ich habe natürlich das dahinter getroffen. Kristallblöcke. Die sind lustig. Achso, ich dachte, da kann man durchgehen. An solchen Kisten kann man sein Dings ändern, das habe ich aber auch schon mal gezeigt. Stacheln gibt's. Damit kann man die Richtung von den Stacheln ändern. Hier. Gifteffekt, Schockeffekt. Frost, Feuer, alles möglich. Dann hier Schild. Und fangen wir zu trainieren. Aber vorher kann man auch natürlich noch mit denen hier. Und diese Krüge sind lustig. Wenn man wirft die und wirft noch Feuer drauf. Wenn es denn funktionieren würde. Also eigentlich ist das so, dass wenn... Na toll. Na, ganz toll. Das ist, eigentlich fängt das auch alles an zu brennen. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht möchte. Ja, hin und her. Dings. Manchmal muss man draufwerfen. Schalter. Und was oft vorkommen wird, ist sowas. Wenn man es schaffen würde. Das platziert man da drauf und dann kann man erst weiter. Das gibt es öfter später im Spiel. Ja. Ich denke, das war's dann auch mit der Trainingshalle. Mal gucken, was der hier noch sagt. Wir kommen in unserer Trainingshalle für Fortgeschrittene. Hier wirst du nützliche Überlebenstests finden, die dir bei deiner Reise durch das Uhrwerk helfen werden. Möchtest du eine Einweisung? Nein, danke. Ich werde diesen Ort auf eigene Faust erforschen. Natürlich haben wir ja auch schon von dem gehört, was das hier ist. Und ich denke, das war's dann auch für diesen Part. So ein bisschen Gelaber und die Trainingshallen erkundet. Und deshalb bis zum nächsten Mal. Ich bin beim Candy Hunter Jones.